Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Spielevorstellung und heute haben wir Toxic. Ja, das werden wir heute mal anspielen, ausprobieren, mal gucken, wie ich das so finde und wie ich mich hier schlage. Das ist ja von den Rector Studios, glaube ein deutsches Entwicklerteam und es orientiert sich so ein bisschen an Unreal Tournament, also keine großartigen Features, wo man Soldaten umändern kann mit höher springen etc., wie man das aus Call of Duty etc. kennt. Ich habe mal ganz kurz reingeguckt und ja, schon ein paar XP-Punkte gesammelt. Was kann man noch machen? Das Einzige, was man an seinen Charakter machen kann, ist erstmal die Fraktion auswählen und ja, die Farbe. Und ihr wisst ja, ich stehe auf solche Farben und wie geil, da oben steht Maximus. Dann kann man auch Clan Tag etc. und wo man herkommt. Ja, das ist ein ja, gutes Feature. Ich sage mal, man will sich ja gerade im Multiplayer immer so ein bisschen abheben gegenüber den anderen Spielern. Und ja, aber sonstige Sachen customizing-mäßig an den Waffen gibt es nicht. Also es kommt darauf an, wer zielt und schießt am schnellsten. Dann gehen wir mal einfach in den Multiplayer, weil ihr wollt ja sehen, um was es da geht. Bis jetzt sehe ich hier nur eine Map. Da wird auf jeden Fall die nächste Zeit ein bisschen mehr kommen. Das sind die Server. Wir gehen einfach mal hier rauf. Was kann ich hier auswählen? Welche Fraktion oder so? Egal. Wir machen einfach mal Join und schauen uns mal an, wie schnell das auch funktioniert. Und ja, jedenfalls geht es ja so wie bei Unreal Tournament. Uiuiuiui, ist das laut. Geht es darum, ja, Waffen einzusammeln und mit den Waffen so schnell wie möglich irgendwelche Leute wegeliminieren. Oh. Oh. Ja, 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 ja. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja. Und da seht ihr, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Man muss sich erstmal mit den Maps auseinandersetzen und gucken. Boah, das geht hier alles so schnell. Oh, das ist einer von mir. Also rot bin ich. Und man sollte wahrscheinlich mit den Leuten zusammen. Ja, hier! Ah! Hab ich den jetzt gekriegt oder ein anderer? Hier kann man noch Medipacks aufsammeln. Oh, ja, ja, ja. So, wo ist er? Wo ist er? Oh, ja, 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 ja. Oh, da kommt damit ein Flammenwerfer. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Also, ich muss sagen, das ist. Warum stirbt er nicht? Habe ich ihn jetzt umgebracht oder so? Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen durcheinander mit der ganzen Sache. Und hier kann ich sogar noch ein bisschen zielen. Ah. Wow. Wow. Hier geht es wirklich darum, schnell zu agieren. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hochgesprungen bin. Spielt auch gar keine Rolle. Oh. Ihr seht schon, da gibt es Leute, die haben es auf jeden Fall drauf. Vielleicht sollte man das mal zusammen mit ein paar Leuten, mal ein paar Freunden spielen. Gemeinsam und da hat man vielleicht ein bisschen mehr drauf. Ich hab hier auf jeden Fall noch nichts drauf. Oh, ja, 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 weg, weg, weg. So, jetzt habe ich eine andere Knarre. Auf jeden Fall zu schnell für mich, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach zu schnell für mich. Ja, könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt, von diesem Toxic-Spiel. Kann ich dir irgendwie messern? Nee. Tot bin ich. Oder lebe ich noch? Wurde wiederbelebt oder was? Wow! Wow! Oh Mann. Maximus, du kriegst eindeutig zu viel hier auf die Fresse. Ich muss auch auf jeden Fall die, ja, die Mausempfindlichkeit irgendwie ein bisschen runterdrehen, weil das ist mir alles heftig hier. Und ja, für alle, die damals Unreal Tournament gespielt haben, ist es auf jeden Fall ein Spiel. Das sollten sich auf jeden Fall mal angucken. Preislich ist es so um die 17 Euro, das normale Paket. Und dann gibt es auch noch hier, ja, 44 Euro bei Steam. Dieses Paket. Ich habe das ja, von meinem Freund E-Junkie bekommen und dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Und natürlich auch mal ein kurzes Video natürlich hier reingeknallt. Den Link zu seinem Kanal. Oh, 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 ich habe mal einen Kill gemacht. Oh. Oh. Ja, ihr seht schon, ne? Also Maximus ist absolut der No-Bomb hier. Wow, und ich spawne und
gleich hier bei den Feinden. Das ist natürlich nicht schön. Ja, ihr könnt ja, wie gesagt, in den Kommentaren mal reinschreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt, von solchen... Aber ihr braucht nicht denken, dass ich hier irgendwelche Kill-Serien hinlege. Auf jeden Fall habe ich die Maus zu schnell eingestellt. Läuft flüssig, muss ich sagen. Sehr, sehr schnell. Warum stirbt der nicht? Ich sehe gar nicht durch, wer was die hat. Ah, verdammt. Wo bin ich denn jetzt gespawnt? So, man hat zum Anfang immer diese eine Waffe hier. Oh, die hat doch einen schönen Headshot gekriegt. Oh. Boah, ich muss auf jeden Fall die Maus empfindlich halt hier runter. Ja, toll, der kriegt gleich auf den Sack, ey. So, ja, damit haben wir verloren, ne? Würde ich jetzt meinen. Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal... warum habe ich hier jetzt so auf B geschrieben? Nee, nee, weg. Keine Ahnung, wie ich das hier wegkriege. Vielleicht kann man jetzt irgendwas schreiben oder so, dass man mit den anderen ein bisschen in Kontakt ist. Ja, ja. So, dann geht's gleich weiter hier, sehe ich gerade. Vielleicht wird es doch noch eine andere Map geben. Ich denke mal, zum Anfang wird es nur die eine geben. Nur die eine wird es geben. Oh, 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 das sieht nach einer anderen Map aus. Huh. So richtige Aufgaben gibt es, glaube ich, nicht, die ich hier zu erfüllen habe. Falls ich da falsch liege, dann könnt ihr das gerne mal in den Kommentaren reinschreiben. Für mich sieht es erstmal so aus, dass ich eigentlich nur alles wegrotzen soll. Oder war es nur das Bild von der einen Map? Start the game. Komm, komm. Ich muss sagen, so für den ersten Eindruck kann ich nur sagen, verdammt flüssig. Richtig schnell, würde ich sagen. Oh. Ja, 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 ja. Ohne Kompromisse hier einfach nur rumrotzen. Also wer das hier gerne mag. Was hat der gemacht? Wie kann ich ein anderes Feature einsetzen? So ein Messer oder so? So. Ey, ich hab ihn gekillt. Jetzt hat er mir eine Waffe weggenommen. Der Trottel. Ich werde einfach mal mit denen so hinterherlatschen. Kleine Lecks muss ich sehen. Sieht man so. Wenn der hier so läuft. Der Minimap gibt es natürlich nicht. Wo bin ich jetzt? Bin ich oben? Mann, das ist mir einfach zu schnell, die Maus eingestellt. Ah, wo habe ich die? Oh, hier sind einfach zu viele. Ja, man sollte nicht in die... Ja. Man sollte einfach nicht bei den Feinden irgendwie spawnen, ne? Ah, man kann die Dinger aufladen. So, ich hab's jetzt aufgeladen. Mal, oh, ich hab vergessen loszulassen, verdammte Scheiße. Boah, man kann hier messern. Man kann messern, aber ich weiß nicht, welche Taste man... Oh, ich bin der absolut schlechteste Spieler auf der Welt. Warte mal, messern. Wieso? Ich habe F gedrückt und bin tot. Ich dachte, damit kann man messern. Oh. Welcher Knopf ist messern? Gut, das ist alles jetzt noch eine Findung hier bei diesem Spiel. Nein! Ich werde hier langsam noch zum Toxic-Mörder. So. Hat die Waffe mehrere Munitionssorten? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich langlaufe. Habe ich den gekriegt? Habe ich den gekriegt?
ja, das ist auf jeden Fall nicht so optimal, was ich hier bringe. Aber sei es drum, ihr könnt ja gerne in den Kommentaren reinschreiben, was ihr davon haltet. Und da bin ich auch schon wieder tot. Ich dachte, in Call of Duty sterbe ich schnell, aber hier sterbe ich ja auf jeden Fall schneller. Ja, man sollte vielleicht noch ein bisschen jünger sein wie ich. Weil dann hat man mehr Reaktionen wie ich. Aber ja, das sollte auch nur ein kurzes Zeigen sein. Ja, hier, es gibt ein neues Spiel. Guckt euch das einfach mal an, wenn ihr ja, ein paar Euro habt. Mal sehen, ob ich unten einen Link habe, wo ihr es vielleicht günstiger bekommen könnt. Wenn nicht, dann müsst ihr es einfach bei Steam mal... wie ist der hoch? Oh, komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Nein, ich glaube, mit diesem Spiel werde ich echt nicht glücklich. Warum stirbt der nicht? Und da kommt auch immer sein kleiner Drecksackkumpel. Hier, die Kisten Bräune aufnehmen. Hier ist noch eine neue Waffe. Ich werde mal die nehmen. War da eben ein Fahrer? Ach, hört doch auf mit der Scheiße. Wie machen die das? So, die kann ich aufladen? Die kann ich aufladen. Ja, hört mir auf. Ich habe schon wieder richtig Lust. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen spielen, um vielleicht das ganze Spielprinzip hier cool zu sehen. Wann man welche Waffenfläche oder wie man die auch einsetzt. Aber so wie ich das sehe, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt gestorben bin. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht einen umgebracht habe und 20 Mal gestorben bin. Könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, wie schlecht ich bin. Ah, hört doch auf. Da müsst ihr quasi alles nochmal durchgucken. Vielleicht sollte man auch ein bisschen ruhiger ja die ganze Sache angehen. Und hinter mir muss auch schon wieder einer sein. Oh, jetzt habe ich ihn gekriegt. Hier ist eine Kiste. Oh, Kiste, 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 Kiste. Nein! Oh, verdammt nochmal, ist das schnell für mich. Ah, hört mir auf. Naja, das kennt man ja überall. Oh. Oh, weg hier. Da ist eine Kiste, da ist eine Kiste. Kriegt jetzt? So, da haben wir gewonnen. Und ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle aufhören. Ja, das ist echt nicht einfach. Ihr könnt ja gerne, wie gesagt, unten in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr mehr von solchen Spielen oder überhaupt von diesen Unreal Tournament, Toxic etc. sehen wollt. Für mich ist es doch ein bisschen schnell. Und ja, mit den Worten würde ich jetzt eigentlich einen Fisch machen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.